Kreativmodus. Weiß nicht, ob das so dein Ding ist. Ich gucke da eher weniger zu. Dixip oder BSG Forever. Kennst du die? Nee, sagt mir nichts. Oh, wieder da. Dixip ist ganz in Ordnung. Den gucke ich auch persönlich. Echt? Mit dem schreibe ich auch das öfter mal. Und BSG Forever habe ich auch schon mal reingeschaut, aber da kann ich dir nicht viel zu sagen. Aber der Dixip ist eigentlich in Ordnung. Oh, der PlayStation ist hinterher. Habe ich noch nie gesehen. Was macht der Survival? Kreativ? Der baut im Survival auch schon eine ganze Weile. Ich habe dir schon mal vor einer Weile zugeguckt. Da hatte Ja. der gerade auch wie ich eine Kuppel gebaut aus Glas. Okay. Und dann habe ich die eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Und dann mit Emma kam der wieder online, da hatte ich den gesehen. Und da war die Kuppel fertig und da hat er angefangen. Ja, hier, dies, das, jenes. War ich ganz imposant, was sie da so verbaut haben. Okay. Muss ich mal reingucken. Aber ich verfolge nicht so immer spezielle Leute. Ich gucke einfach fast jedes Mal neu rein, suche mir neue Leute, gucke mir neue Streams mal an. Auch viele Streams, die halt kaum Zuschauer gerade haben in dem Moment. Weil ich weiß halt, wie es ist, wenn man. Am Anfang hatte ich das halt auch, dass dann Ewigkeiten immer gar kein Zuschauer da war. Ich weiß, wie das ist, denn dann sabbelst da vor dir hin, keiner da, keine Interaktion mit irgendwelchen Zuschauern, weil ja keine da sind. Deswegen gebe ich dann oft immer Leuten eine Chance, die halt gerade keine Zuschauer haben. Oh, Es gibt auch sehr einige ehrenvoll. YouTuber, wo ich gerne mal rein, Streamer, wo ich gerne mal reinschaue. Wo es dann auch echt Spaß macht zuzuschauen, aber Dixip und BSG Forever kenne ich noch nicht. Werde ich mal ein Auge drauf halten demnächst. Mal explizit nachsuchen, wenn die mal streamen. Und Davy Detlef spielt ab und zu mal mit. Okay. Der Vater von meiner Ex ist tot und der Opa auch, wegen Krebs. Ja, aber wie soll ich. Es tut mir echt leid, Marco, mein Beileid. Ist nicht schön sowas, aber ich weiß nicht, welchen Rat ich dir da geben soll. Ich weiß ja nicht, was du jetzt Wie du da damit jetzt, wenn du umgehen sollst, weil deine Ex ziemlich runter ist, down ist, mit der Situation nicht klarkommt. Ob es um die Krankheit an sich geht, da musst du schon ein bisschen konkreter werden, damit ich dir da helfen kann. wieso nicht? Hallöchen, guten Morgen. Hi. Morgen. Kein Problem. Kein Problem. Guten Morgen noch. Das kann sein, das ist öfter mal Das bei ist mir dreimal so. Das ist gerecht. öfter mal, dass ich bin Nachrichten über. Oder ich sehe manchmal Nachrichten und antworte später drauf, wenn ich gar keine Zeit habe und vergesse es dann zu antworten. Tut mir leid, ich guck mal nach. Und dann antworte ich dir auch. Ich schaue mal nach und dann antworte ich dir auf jeden Fall. Ich stream nämlich gerade, musst du wissen. Alles klar, Jo, wünsche ich auch. danke, das gleiche. Jo, ciao, Ciao. ciao. So. Haben wir das auch? Hätten wir die Party mal auf Jo. geschlossen gemacht? Was ist denn heute los hier, sag mal? Ja, Leute wollen alle mit uns quatschen hier. Sie wollen schon. Sie wollte schon auf Selbstmord begehen, ritzt sich. Marco, da kannst du nicht viel machen. Erstmal, wenn es ums Ritzen geht, das ist dann meistens eine psychische Erkrankung. Und gerade wenn das so ein belastendes Thema für sie ist und sie Selbstmordabsichten hat. Und wenn sie die konkret äußert, nimm sie immer ernst. Nicht einfach denken, ach, die sagt das einfach nur so, die möchte einfach nur jemanden haben zum Reden oder der ihr das ausredet. Nimm das ernst. Da musst du da Leute kontaktieren, zur Not die Polizei oder sowas. Aber das ist ernst. Kann irgendwann, sonst fühlst du dich schuldig, wenn du das jetzt nicht ernst nimmst, falls sie irgendwelche Andeutungen macht. Und sie dann wirklich was macht, fühlst du dich so schuldig und dann wirst du genau in der gleichen Situation stehen. Deswegen mit Selbstmordandrohungen oder Bekundungen irgendwie, dass man das immer irgendwen informieren. Und das andere Problem ist noch, was nicht im Vordergrund steht, aber was trotzdem da ist. Wenn du es weißt und nicht hilfst, ist es unterlassene Hilfeleistung. Genau, weil das Das ist eine ist. Erkrankung und das ist eine akute Gefahr für ihr Leben. Und nicht Und nur da für musst du Elias. auf jeden Stell dich vor, Fall sie springt von der Brücke und trifft noch ein Auto. einschreiten, das kannst du auch anonym natürlich tun, rufst du bei der Polizei anonym ein, sagst, ich habe
Sie hat geäußert, dass sie sich umbringen möchte, will. Konkret. Und dann kümmern die sich drum. Weil bei solchen Fällen, das ist echt schwer und hart zu verarbeiten. Und heutzutage herrscht doch oft das Klischee, wenn man so psychisch krank ist, dass das halt, dass die bekloppt sind im Kopf, dass die in die Klapse müssen. Dieses blöde Wort Klapse, was heutzutage im Volksmund immer noch existiert, was total der Schwachsinn ist. Das sind genauso Erkrankungen wie Krebs, wie irgendwelche anderen Erkrankungen, nur mit der Seele, und das ist um einiges schlimmer. Und da brauchen die unbedingt psychiatrische Hilfe, professionelle Hilfe. Und gerade wenn es um Selbstmord geht und Selbstmordgedanken, sollte man diese immer ernst nehmen. Nee, ernst, vor meiner Kehle wollte sich die Kehle was? Aufschneiden. Und was hast du gemacht? Ich hoffe, du hast nicht einfach nur ihr das Messer weggenommen und das war's dann. Da musst du auf jeden Fall einschreiten, damit sie Hilfe bekommt. Weil sie braucht da Hilfe, und danach wird sie auch wieder besser gehen. Aber wenn sie gar nichts macht oder keiner da einschreitet, wird sich das nicht verbessern, sondern immer weiter verschlechtern, und umso schlimmer wird's. Und irgendwann ist es zu spät. Dann kannst du ihr nicht mehr helfen. Das kann passieren, schneller als du denkst. Damit ist nicht zu spaßen, sollte man nie unterschätzen. Naja, alles, was du machen kannst, ist für sie da zu sein, wenn sie mal jemand zum Reden sucht. Genau. Dass du halt für sie da bist, wenn was ist. Ansonsten halt, wie Dave schon sagt, ja. Genau, sei für sie da, versuch sie abzulenken, versuch sie von aus dem Haus rauszuholen, versuch mit ihr was zu machen, was sie ein bisschen ablenkt. Wenn sie dann trotzdem immer noch Selbstmordgedanken hegt und pflegt, musst du einschreiten, musst offizielle Stellen suchen oder sie benachrichtigen, sei es Polizei, Notarzt kannst du auch anrufen, die helfen dir da auch weiter. Du kannst auch im Krankenhaus anrufen und fragen, wie das ist mit sowas, wie die dir helfen können. Da gibt es genug Anlaufstellen für sowas, aber da musst du einschreiten auf jeden Fall. Und dann, falls die Polizei, das Krankenhaus da was machen wird, sie eventuell zwangseinweisen wird gegen ihren Willen, um ihr zu helfen, kannst du auf jeden Fall für sie da sein. Sie wird vielleicht sauer sein, dass du das getan hast, aber du kannst ihr halt zeigen, dass du nur das Beste für sie willst, kannst sie besuchen gehen, je nachdem, ob du es darfst in dem Alter, ob es geschlossen, offen ist, dann musst du sehen, aber zeig ihr halt, dass du weiter für sie da bist, dass du ihr nichts Schlechtes möchtest, dass du nur das Beste für sie willst und ihr sozusagen das Leben retten möchtest. Weil du kannst ja auch das Leben retten, indem du sie vor dem Selbstmord bewahrst. Du kannst natürlich auch mit ihren noch verbleibenden Verwandten, Bekannten, Freunden reden. Eltern, genau. Die schon irgendwas mitbekommen haben. Richtig, weil meistens verbergen die das auch vor Eltern oder anderen Verwandten und sagen das nur vielleicht Freunden, denen sie nahestehen. Ist meistens einfach so. Deswegen solltest du vielleicht auch mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Nur halt auch muss man aufpassen, manche Eltern reagieren falsch und streng und bestrafen die Personen noch. Da muss man natürlich aufpassen. Aber das sind die wenigsten. Wie gesagt, pass da bloß auf und versuch ihr zu helfen. So. Und das mit dem Ritzen ist sowieso, dass er noch mal eine andere psychische Erkrankung, das gehört dann auch wahrscheinlich zur Borderline-Erkrankung. Und die muss halt auch mit Hilfe von Experten, von Doktoren, Psychiatern erledigt werden. Die können da Mittel finden und Wege finden, wie sie ihre Aggression in dem Moment anders verarbeiten können und nicht an sich auslassen. Weil wahrscheinlich gibt sie sich selbst Schuldgefühle für das, was passiert ist. Hat selbst Schuldgefühle und hasst sich, fühlt sich nicht mehr wohl. Leide ja selbst darunter, sagt Marco. Ja, dann müsstest du ja am besten wissen, wie das ist. Und ich hoffe, auch du hast dir Hilfe geholt. Und schleppst das nicht einfach so mit dir rum. Daffy Detlef fragt, mir ist langweilig, darf ich bei dir bei dem Umbau von Wüste zur Erde helfen? Ich weiß nicht, wie lange wir überhaupt noch streamen. Vielleicht nur noch eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob sich das für dich lohnt, Detlef.
Schreib mal eine halbe Stunde noch. Denke ich mal, dass wir streamen. Oder, JR? Circa. Wie du sagst. Das Blöde ist, ich muss dich dann auch wieder in eine Party einladen. Oder? Ah, nee, ich bin nicht Partyleiter, ne? Du bist Partyleiter sein. Ich bin Partyleiter. Ich glaube, warte, ich schau mal nach. Ich kann ja. Ja, ich bin. Und mein Controller ist ja. Okay, da müsstest du nicht mich adden, sondern den JR. Erde den einfach mal. Und am besten kommst du dann auch gleich in unsere Party, wenn du möchtest. Die ist offen. Einfach mal suchen. Unit heißt die, glaube ich, ne, oder? Oder heißt die jetzt anders? Ich schau mal. Ja, Unit. Ich weiß ja. Scroll rauf, please, sagt Marco. Das ist die PSN-ID von JR, habe ich die mal reingeschrieben. Das wegen dem Aufschneiden und so. Er schneidet was an. Sofort Rettung gerufen, ja, das ist das Richtige getan. Ist sie denn jetzt in Behandlung, in Therapie? Davon gehe ich mal aus und hoffe es. 7 Zuschauer, guten Morgen. Morgen. Moin, Sie, moin, moin. Einen schönen Mittwoch. Genau. Das musst du überlegen. Ja, ja, wenn man die Nacht durchzockt, ne, muss man erstmal mal kurz mal gucken, was haben wir eigentlich jetzt für einen Tag? Mittwoch. Richtig. Nachher vor. Ich kaufe. Will nur zocken, alles klar. Du musst aber mit uns reden. Ne? Ich habe einen davon. Ich nehme mal das ist er. Moment. Halt, hinzufügen. Du hast ja dann eine Karte im Inventar und wenn du die. Wenn er jetzt nicht in eine Party kommt, dann bitte. Guck auf die Karte und komm erstmal zu uns. Rechte gebe ich dir dann, wenn du hier bist. Achso, er will wohl nicht allerdings. Nee, er möchte nur zocken, hat er geschrieben. Hab geschickt, kommt gleich, hat er geschrieben. Alles klar. Ja, ja, ist da. Ich hab auch schon angenommen. Achso, wir müssen ja jetzt einladen, ein Spiel. Mhm. Ich gehe heute zu ihr und gehe mit ihr und so. Das ist gut, Marco, mach das, kümmere dich um sie. Das Schlimmste ist, was man machen kann, so einen Menschen alleine lassen in der Not. Gute Freunde können manchmal auch schon um einiges helfen. Nicht bei allem, da braucht man auch professionelle Hilfe bei, aber können ein Teil der Therapie sozusagen sein. Ich wüsste schon, bin. Ich sehe das vor allem.